Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Soul Silver. Wir sind hier gerade unterwegs in der Arena von Take City und haben hier die erste gute, nette, wunderschön aussehende Lady besiegt. Und wir wollen jetzt Flash als nächstes immer kämpfen lassen, weil wir so ein kleines Problem mit den Erfahrungspunkten haben. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Und wir sehen derzeit den Weg nicht mehr. Okay, und werden zurückgeportet. Müssen wir jetzt wieder gegen sie kämpfen? Nee. Aber wir werden zurückgeportet dann, okay. Man sieht halt immer den Weg und dann geht die Lampe aus und dann sieht man den Weg nicht mehr. Alles klar. Das ist interessant gemacht, aber irgendwie auch unnütz, wenn danach das Licht wieder angeht, oder? Irgendwie schon. Keine Ahnung. Auch geht's. Wir müssen einmal um sie rumlaufen, sofern ich das jetzt richtig sehe. Bist du verwirrt, weil du nicht weißt, wohin du hingehen sollst? Besiege mich und ich gebe dir einen Tipp. Das ist sehr nett von dir. Dankeschön dafür. Okay, zwei Pokémon, das ist in Ordnung. Die geben nicht so viele Erfahrungspunkte. Ein Alpollo hingegen schon, aber das ist auch wieder ein ganz guter Härtetest, um mal zu gucken, wie viel Schaden machen wir. Ich hoffe, dass Alpollo nicht allzu viel Schaden macht, weil das wäre sonst ein bisschen problematisch. Wir schauen mal. Über die Hälfte? Nicht ganz, okay. Das heißt, mit Flash auf Flash sollten wir nicht unbedingt zählen, denn wir haben wirklich nur diesen Donnershock zur Verfügung. Jetzt sind wir gehorrorblickt, können nicht fliehen, sind zusätzlich verwirrt und Alpollo ist auch an sich nicht so schwach, wenn es eine gute Attacke kann. Aua, aua, aua. Okay, wir greifen uns auch nochmal selbst an. Ich denke nicht, dass es uns 60 KP abziehen kann. Nachtnebel zieht so viel wie das Level ab, also genau 20. Wir sind nicht mehr verwirrt, das ist sehr gut. Wir können damit schon mal ordentlich reinhauen nochmal. Aber es lebt leider immer noch. Aber zum Glück kommt auch nochmal der gute alte Siegesang zum Einsatz. Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich wieder verwirrt werden. Nee, es wird greift an. Okay. Dann haben wir das Ding jetzt hier entschieden erstmal. Aber wir haben nicht mehr allzu viele KP. Das heißt, wir sollten eventuell wechseln. Zumal wir eh schon gleich auf Level 25 sind. Oh mein Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut. Siegesang füllt nochmal ein paar KP auf. 540 Erfahrungspunkte. Reicht fast für Level 25. Wir wechseln erst einmal auf Nujiko, hat auch gerade ersten Level erreicht. Die haben alle ersten Level erreicht, also bis auf Flash. Ich würde trotzdem ganz gerne mal Nujiko testen, um zu gucken, wie viel zieht das denn hier jetzt ab gegen so ein Alpollo. Na gut, ist auch schon bald Level 25. Gerade weil die hier so arschviel Erfahrungspunkte uns reindrücken. Da haben wir fast gar keine Möglichkeit hier mit dem geeigneten Level reinzukommen. Naja, wir schauen mal. So, okay, Alpollo ist auf jeden Fall ein One-Hit. Das ist schon mal sehr, 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 sehr gut. Und gibt 540 Erfahrungspunkte. Na, ist nicht wenig. Was? Was? Das frage ich dich. So, deine Lampe geht jetzt aus. Okay, du wolltest mir einen Tipp geben. Gut, ich verrate dir das Geheimnis dieser Arena. Der Weg liegt immer genau vor unseren Augen. Achso, das heißt, ich muss jetzt wieder hier hingehen. Und sie guckt jetzt hier hin. Hä? Denk direkt vor unseren, vor ihren Augen liegt das. Hä, komme ich nicht hier lang? Ich komme doch hier einfach lang. Hä? Das ist ein bisschen strange. Der Tipp hat mich verunsichert. Keine Ahnung. Ich habe den Frühling mit meinem Sommer verbracht. Mit meinen Pokémon verbracht. Dann den Sommer, den Herbst und den Winter. Dann kam wieder der Frühling. Wir haben viel miteinander durchgemacht. Das ist gut. Das ist mehr Zeit, als ich mit meinen verbracht habe. Bei uns war es bisher nur der Sommer, glaube ich. Ist noch Sommer? Oder ist schon Herbstanfang? Nee, es müsste schon eine Weile Herbst sein, ne? Alles klar. Hätten wir das auch geklärt. Donnerschock. Wir haben ja auch schon wieder Oktober. Die Zeit... Ich einfach nicht drauf achte. Ich einfach alles ignoriere. Was ist denn los mit mir? Okay. Okay, ich hoffe, er hat jetzt nicht Verfolgung oder sowas. Das wäre richtig dumm. Richtig dumm wäre das. Ja, wir wechseln jetzt mal auf Desperado. Ich hoffe, dass das eine gute Entscheidung ist. Wir sind zumindest erstmal entkommen. Das ist schon mal ganz wichtig. So, Tiefschlag. Okay, es ist fehlgeschlagen. Warum auch immer, keine Ahnung, was das ist. Ja, wir besiegen jetzt erstmal Alpollo. Tiefschlag trifft nochmal. Keine Ahnung, kann bestimmt zurückstrecken lassen oder sowas vielleicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Alpollo ist erstmal down. Aber das gibt auch schon wieder so ultra viel Erfahrungspunkte. Gut, dadurch, dass wir es teilen, geht es.
So, Flash sollte jetzt nicht unbedingt allzu viel mehr kämpfen, zumal es sowieso schon angeschwächt ist. Ladevorgang. Macht neuerdings auch Spezialverteidigung stärker, ne? Lädt Energie für die kommende Elektroattacke auf und erhöht die Spezialverteidigung. Ja. Kann man eventuell mal gebrauchen, taktisch irgendwann. Wo, weiß ich jetzt noch nicht genau, aber vielleicht ergibt sich da irgendwann mal eine Möglichkeit. Ich bringe es erstmal bei, wenn wir eine bessere Attacke bekommen, können wir die immer noch verlernen. Siege und Niederlagen, ich hatte beides. Okay. Ah, dass dieses Licht ausgeht, ist ein bisschen... Der Weg liegt direkt vor unseren Augen, das ist kompletter Bullshit. Keine Ahnung, warum die das erzählen. Verstehe ich nicht ganz. Ja, wir lassen nochmal Desperado kämpfen. Ich hoffe, die hat nicht zu viele Pokémon und ist auch schon die letzte. Würde ich begrüßen. Ah, guck mal, jetzt müssen wir auf Höhe, also mit Sandama wechseln und dann einmal so rum. Oh Gott, das wird schwierig. Gewonnen! Warum? Warum? Weißt du schon, dass du gewinnen wirst? Oder was ist da los? Die hat mich verunsichert, Mann. Ich habe Angst vor irgendwelchen gruseligen Ladies. So, das dürfte alles One-Hit sein. Nehme ich mal an. Bin nur nicht so sicher, ob mir das so gut gefällt. Ich hoffe jetzt langsam echt mal, dass das das Letzte ist, weil das wird wieder für Level 25 reichen hier bei Desperado. Ich meine, bis 25 können wir ja antreten, ne? Aber wenn wir während des Kampfes ein Level erreichen sollten, schaltet das Pokémon für uns schon mal komplett aus und wir dürfen es nicht mehr verwenden. So, nochmal ordentlich Erfahrungspunkte reingedrückt hier und jetzt nochmal an Nebulak nur, okay. Vielleicht bleiben wir sogar auf 24, bin mir nicht sicher. Wir werden sehen. So, ja, dann nochmal Dunkelklaue. Dürfte wieder ein One-Hit sein. Und die Erfahrungspunkte könnten eventuell auch schon reichen für Level 25. Ja, okay, Level 25 also auch für Desperado. Ja, gut, alles klar. Verloren! Wirklich Angst vor dem Arenaleiter habe ich nicht. Nur, dass das irgendwie nicht reichen könnte. So, hier muss ich jetzt lang. Jetzt hier schon wieder. Ja. Nochmal. Und jetzt hier hoch und jetzt hier lang. Okay, da ist der Arenaleiter. Sehr gut. Dann gehen wir erstmal wieder zurück an den Anfang. Heilen unsere Pokémon. Wir sollten uns zur Sicherheit auch nochmal ein paar Tränke holen. Nein, Mami, ich gehe jetzt nicht ans Telefon. Ich werde dich komplett ignorieren. La, 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 la. Ich höre dich nicht, Mami. Hat sie aufgehört? Ja. Nice. Ein Glück gibt es hier im Pokémon Center so schlechten Empfang. Das ist immer wieder sehr, sehr hilfreich. So, wir werden als viertes Pokémon, denke ich, einfach mal Mogelbaum mitnehmen. Den guten Baumi. Denn ich denke, dass das sinnvoll ist. Weil es das stärkste Pokémon ist, was wir so noch haben. Und was eventuell auch was ausrichten könnte. So, Pokémon bewegen. Machen wir mal. Team-Pokémon mal anzeigen. Hier in die Box 13 würde ich das ungern legen wollen. Lass uns mal wieder in die gemütliche Box Nummer 1 gehen. Dankeschön. So, jetzt können wir die Team-Pokémon hier gerne einblenden mal. Du musst raus. Und du musst raus. Leider erst einmal. Gut, und ihr vier tretet dann an. Und ich hoffe, dass das gut gehen wird. Wir brauchen jetzt noch ein paar Items. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ich glaube, wir werden alles one-hitten. Also würde mich wundern, wenn nicht. Wir haben zwei Pokémon, die physisch angreifen, was die Schwäche von den Geist-Pokémon ist. Und dann auch noch sehr effektiv und keinen schlechten Angriff haben. Das sollte gut ausgehen im Normalfall. Hi, was hast du für mich im Angebot mal wieder? Ja, deine Mutter hat ein Paket. Supertrank, das ist perfekt, Mami. Das hat sich tatsächlich mal gelohnt. Hast du noch was? Jupp, natürlich eine Rospelbeere. Oh, cool. Eine gute alte Rospelbeere. Und keine weiteren Pakete. Das ist aber heute nicht so viel gewesen. So, ja, ich würde ganz gerne... Ja, Supertränke bräuchten wir so ein paar, ne? Wie viel Geld haben wir denn? 21.000 tatsächlich. Dann holen wir uns mal 7. Ich denke, das ist okay. Yep. Gut. Und viel mehr brauchen wir auch, glaube ich, nicht. Ich denke, das sollte so alles in allem passen. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Arena. Wen setzen wir als erstes ein? Das ist die Frage der Fragen. Les questions de la questions. Das war wunderschönes Französisch, Spanisch, alles auf einmal. Und Englisch auch noch und keine Ahnung. Hä, wieso? Hä? Bin ich gerade in die Arena gegangen? Bin ich verwirrt? Ich bin verwirrt, glaube ich. Jetzt gehen wir in die Arena. So, keine Ahnung. Auf geht's. So, jetzt sehen wir den Weg ja eigentlich ziemlich gut.
und ich bin ein Stückchen zu weit gelaufen. Das war nicht meine Absicht, aber die Steuerung bei Pokémon ist immer so ein bisschen schwammig und ungenau, habe ich das Gefühl. Manchmal geht er halt einfach ein Fältchen zu weit. Och, komm schon. Das ist jetzt die größte Herausforderung in dieser Arena, diesen scheiß Weg zu gehen, ohne abzurutschen. So, hoch. Ja, ein nach da und hoch. Okay, dann sind wir da. Und ja, Jens, eigentlich habe ich keine große Angst vor dir. Ich bin sehr gespannt, was du zu bieten hast. Du bist immerhin nicht umsonst ein Arena-Leiter. Dann würde ich sagen, überlasse ich dir das Wort. Willkommen! Hier in Tag City werden Pokémon schon seit jeher als mythische Wesen verehrt. Wir glauben an eine alte Sage, die besagt, dass hier einmal einem sehr talentierten Trainer ein legendäres Pokémon erscheinen soll. Mein ganzes Leben lang habe ich fest daran geglaubt, dass die Weissagungen irgendwann eintreten werden und zu diesem Zweck im Geheimen trainiert. Nun besitze ich die Gabe, Dinge zu sehen, die anderen verborgen bleiben. In diesen Visionen kann ich den Schatten eines Menschen erkennen, der die Fähigkeit besitzt, das legendäre Pokémon dieses Ortes herbeizurufen. Und ich glaube, dass dieser Mensch niemand anderes als ich selbst bin. Komm und hilf mir bei meinem Training. Das ist ziemlich... Klang jetzt ein bisschen eingebildet. Zumindest hätte ich es jetzt erstmal so... ja, interpretiert. Allerdings hätte ich ihn vorher gar nicht so eingeschätzt. Gut, wir beginnen mit einem Nebulak. Das sollte kein Problem sein für Nujiko. Dann mal beginnen wir mit Biss. Wir haben gegen Level 20er Nebulax schon One-Hit gelandet, auch gegen Level 21er Nebulax. Wie es jetzt bei Alpollos aussieht, das werden wir wahrscheinlich gleich erfahren. Und mal sehen, ob er auch noch andere Pokémon hat. Es ist wieder ein Alpollo, das eingesetzt wird. Nein, ich möchte nicht wechseln. Ich möchte ganz normal weiterkämpfen. Dann nochmal Biss. Mal gucken, ob es auch hier ein One-Hit ist. Ich hoffe fast nicht, damit es spannend ist. Es ist kein One-Hit. Fluch, okay, aber es tötet sich schon mal. Na gut, also war es irgendwie doch ein One-Hit. Wir verlieren jetzt zwar KP, in der Theorie zumindest. Verlieren wir jetzt auch KP, bevor wir wechseln können, weil sonst können wir einfach wechseln und dann verlieren wir halt keine KP. Dann wäre das nicht so clever. Ah doch, wir verlieren KP. Okay. Dann haben wir zumindest Schaden einstecken müssen und das nicht allzu wenig. Die Gengar hat er sogar schon. Krass. Ich habe mich gefragt, ob er eins besitzt, aber ich habe gedacht, nee. So, Desperado gegen Gengar einzusetzen, ist kritisch, weil Gengar kann auch Pflanzenattacken. Und deswegen könnte das sehr, sehr dumm sein, was ich hier gerade tue. Und ich will unmöglich Desperado verlieren. Generell wird Gengar sicherlich irgendwas Spezielles drauf haben, oder nicht? Und speziell sind wir ziemlich schwach und Gengar ziemlich stark. Ich greife... dennoch an, oder? Ich meine, wir könnten jetzt auch zurückwechseln auf Dings. Auf Golbat. Aber Golbat ist auch schon angeschwächt. Wir könnten aber auch auf Mogelbaum wechseln und es opfern. Aber ich Opfer bin ich nicht so der Fan von, ehrlich gesagt. Wie sieht es denn mit der speziellen Verteidigung aus? 40... 44, 34. Und hier 60 KP, hier 76. Okay, ich wechsle auf Flash erst einmal. Einfach nur, um mal abwiegen zu können, was Gengar einsetzt. Hypnose nur. Okay. Das ist nicht weiter problematisch. Ich glaube, ich nutze die Zeit jetzt, um den Trank einzusetzen. Haben wir noch einen Trank? Ja. Dann können wir nämlich Nujiko nochmal auffüllen, währenddessen wir nochmal gucken können, was es einsetzt. Ich befürchte fast Traumfresser. Tiefschlag nur. Ist fehlgeschlagen. Also es sind nicht so die krassen Attacken, die hier kommen. Man könnte in der Theorie auch einfach Desperado weiterkämpfen lassen. Aber ich glaube, ich wechsle sicherheitshalber doch auf Nujiko. Weil, klar, Gengar kann auch Ice Heap, aber das ist wiederum physisch. Spukball. Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Sehr, sehr starke spezielle Attacke, die sogar Golbat mehr als die Hälfte abzieht. Und das ist ein fettes Problem. Das ist ein richtig fettes Problem. Ich werde erst einmal einen Supertrank einsetzen, aber so ein Spukball-Volltreffer würde uns besiegen. Komplett. Ich hoffe jetzt einfach, dass er das Gengar nicht nochmal Spukball einsetzt, weil dann können wir mit Konfusstrahl wenigstens was versuchen. Und es kommt wieder. Shit.
Wir hätten einfach mit Sandama angreifen sollen, eventuell, ne? Aber wobei Hypnose wäre auch wieder schneller gewesen. Ich will Nojiko auf keinen Fall verlieren. Sandama hält aber noch deutlich, deutlich weniger von diesem Spukball aus. Wir könnten auch Flash wechseln, klar. Wäre absolut möglich. Und es würde eine Attacke überleben, aber dann sitzen wir genauso in der Klemme. Und wenn wir jetzt auf Baumi wechseln und uns opfern würden, dann müssten wir wieder irgendein Pokémon einwechseln und wären wieder in derselben Situation. Das heißt, hier rauszukommen, man könnte es per Risiko versuchen, in der Hoffnung, dass man schneller ist und den Konfusstrahl einsetzt, Gengar sich selbst angreift, man sich dann heilt oder mit Biss angreift oder so. Aber wenn es schneller ist, war's das. Desperado könnte sogar ein One-Hit sein. Und Flash schläft. Spukball. Jetzt wäre echt ein Normal-Pokémon sehr, sehr gut gewesen. Hätten wir Darmhirplex gehabt, hätten wir das Problem nicht mehr. Jetzt stehen wir echt vor einem fetten Problem. Und mir will gerade nicht so richtig die Lösung des Ganzen einfallen. Ich würde mich damit anfreunden können, Baumi zu opfern. Im größten, allergrößten Notfall auch Flash. Aber Desperado und Nojiko, die beiden finde ich ultra cool. Und die möchte ich nicht verlieren. Die möchte ich dauerhaft im Team behalten. Das Problem ist wie? Wir können jetzt immer heilen. Angriff entgegennehmen, heilen, entgegennehmen, heilen, entgegennehmen. Aber wenn ein Volltreffer dabei ist, dann war es das auch schon wieder. Andererseits bringen Wechsel halt auch nicht allzu viel. Okay, ich werde was machen, was mir nicht gefällt, aber lieber mache ich das, als dass ich andere Sachen mache, mit denen ich noch unzufriedener bin. Okay, Baumi, es kommt Spukball. Könnte das Ende sein. Ich weiß nicht, wie die Spezialverteidigung von Mogelbaum aussieht. Es ist leider Gottes das Ende. Ich habe es befürchtet. Ich habe es nicht gehofft. Sorry, Baumi. Aber dich hätte ich sowieso eher weniger ins Team genommen. Opfern ist sowieso immer scheiße. In der Nuzlocke-Challenge ist Opfern echt so mit ultra schlechtem Gewissen verbunden. Gerade weil man den Spitznamen gibt, die euch gehören. Ist nicht so geil. So. Ich habe Ladevorgang. Mit dem könnte ich mich gegen den Spukball auf Dauer immun machen. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich jetzt unbedingt machen will. Also ich setze den Supertrank erstmal auf Nojiko ein. Wie gesagt, diese beiden haben auf jeden Fall erstmal den Vorrang. Gerade weil sie Gengar eben auch ziemlich leicht besiegen können. Shit. Das ist ein Problem. Wir kommen hier nicht raus. Wir müssen kämpfen. Okay, wir wecken Flash erst einmal auf. Gengar ist aber schneller und können uns jetzt gleich wieder hypnotisieren einfach. Wenn es möchte. Spukball erstmal. Wie viel zieht das ab? Keine Ahnung, wie wir hier rauskommen. Ah, Jens ist zu Recht ein Arena-Leiter. Der hat auf jeden Fall was drauf. Der bringt uns in krasse Schwierigkeiten. Dadurch, dass wir einmal gezögert haben. Ja, jetzt wird Spukball auf Spukball folgen. Ich habe auch keine Option. Ich kann jetzt nicht angreifen. Weil wenn ich angreife, ist Gengar schneller. Und besiegt uns. Wir haben nur die Option, uns zu opfern. Oder auf ein Wunder zu hoffen, da unsere Spezialverteidigung aber immer und immer und immer weiter sinken wird auf Dauer, weil Spukball das eben als Fähigkeit hat, sieht das für Flash ziemlich schlecht aus. Ziemlich schlecht. Wir stecken fest. Ja,
Da zieht es schon fast 70 KP ab. Wir haben nur noch einen einzigen Trank, der uns retten kann. Für eine Runde. Das ist der Hypertrank. X Treffer, X Abwehr, X Angriff bringt uns alles nichts. Bälle bringen uns nichts. KP, AP Erholung. Nur der Hypertrank. Aber wir werden mit Flash nicht siegen können. Selbst wenn wir es jetzt heilen, kommt der nächste Spukball und leider war es das hier an dieser Stelle mit Flash. Es ist saubitter. Aber ich kann es nicht ändern, leider. Ich habe keine Möglichkeiten. Wir haben keine Attacken. Wir sind zu langsam. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wir haben keine Items, die auf Dauer heilen können. Und damit verlieren wir auch das zweite Pokémon. So, jetzt nur Giko. Hoffen wir wenigstens, dass das Opfer der beiden nicht umsonst war. Ich könnte Konfusstrahl einsetzen, aber ich will dieses Gengar schnellstmöglich besiegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit Biss mehr als die Hälfte abziehen können. Problem ist nur, dass Gengar schneller ist. Okay. Nein, es trägt eine Beere. Eine gute Beere auch noch. Dann, werde ich Konfusstrahl einsetzen müssen. Hypnose-Ohr, zum Glück hat es nicht getroffen. Konfusstrahl trifft hingegen. Gut. Okay, einmal davon wird es sich bestimmt angreifen. Und den Moment müssen wir halt nutzen dann. Noch einmal Biss. Es greift sich selbst an. Okay. Jetzt ist es fast down. Es kann sein, dass es jetzt geheilt wird. Das ist sehr gut möglich. Ich greife einfach nochmal volle Sau an. Ja, Hypertrank kommt wieder. Aber es ist weiterhin verwirrt. Es war keine Top-Genesung. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt zieht es zum Beispiel nicht ganz die Hälfte ab. Ich werde noch einmal Biss einsetzen. Gengar wird dieses Mal durchkommen wahrscheinlich. Ja, Tiefschlag nur. Das zieht nicht so viel ab. Aber ab jetzt sind wir auch angreifbar für den Spukball. Beziehungsweise tötbar. Aber wir haben Gengar raus. Okay, jetzt ist halt nur die Frage, was kommt als nächstes, ne? Wenn das jetzt nochmal ein Gengar ist, dann sind wir mächtig am Arsch. Es ist nur ein Alpollo. Okay. Nur ist halt gut, ne? Alles andere... keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas anderes hätte machen können. Oh nein, noch nicht. Ich glaube noch an einen Sieg. Ich nicht mehr von dir, mein Freund. Das tut mir sehr leid. Flinkklaue schlägt hier auch nochmal zu. Viel Spaß mit dieser Dunkelklaue. Bis dann, Alpollo. Wir hätten einfach versuchen müssen, mit Desperado raufzugehen in dem Moment. Dann hätte das alles einen ganz anderen Lauf nehmen können. Aber ab dem Moment, wo wir gezögert haben... Ich hatte Angst vor Energieball, vor Gigasauger oder sowas. Naja. Ich verstehe das einfach nicht. Hey. Nushiko entwickelt sich. Immerhin eine wirklich sehr, sehr erfreuliche Sache. An diesem doch sehr... sehr ebenbürtigen Arena-Leiterkampf. Und da haben wir einen X-Bart. Das ist ein cooler neuer Partner, auf jeden Fall. Ist vielleicht so eine kleine Vertröstung darüber. Haben wir jetzt eigentlich alles beachtet von den Leveln her und so? War keins auf Level 26, oder? Hoffe ich mal. Ansonsten tut es mir mega leid. Ich habe es komplett jetzt vergessen auch. Aber ich glaube nicht. Meine Fähigkeiten im Kampf sind an sich nicht so viel schlechter als deine. Aber du scheinst etwas anderes zu besitzen, das ich niemals... aber gut. Hier, nimm diesen Orden. Flo erhält den Phantomorden. Mit dem Phantomorden gehorchen dir Pokémon bis zu einem Level von 50. Aber das ist noch nicht alles. Deine Pokémon können nun nämlich auch die Attacke Surfer außerhalb von Kämpfen einsetzen. Und jetzt nimm bitte noch das hier. TM30 erhalten. Ist wahrscheinlich Tiefschlag, nehme ich mal an. Darin befindet sich... Oh, Spukball. Spukball ist saunice. Diese Attacke verursacht nicht einfach nur Schaden bei deinem Gegner, sondern senkt auch seine Spezialverteidigung. Wenn sie dir gefällt, kannst du sie gerne nach Belieben einsetzen. Dankeschön dafür. Nein, kein Pokémon ist auf Level 26 gekommen. Alles regelkonform abgelaufen.
Nur, dass wir jetzt eben zwei wirklich sehr angeschlagene Pokémon haben. Was sehr tragisch ist. Aber das passiert nun mal. In so einem heftigen Kampf. Ich hoffe, es war für euch ebenso spannend wie für mich. Und ich hoffe, ihr seid einigermaßen mit meiner Vorgehensweise einverstanden. Man hätte das bestimmt hier und da besser machen können. Aber ich bin nicht perfekt und ich kenne die Pokémon nicht, die kommen. Ich kenne die Attacken nicht, die kommen. Und demzufolge, ja. Ich meine, der Spukball hätte Gengar Spukball eingesetzt und hätten wir mit Sandama angegriffen, wäre Sandama weg gewesen. Dass es da nur Hypnose einsetzt, hätten wir nicht wissen können. Von daher, ich denke, theoretisch haben wir nicht so viel falsch gemacht. Aber es ist trotzdem bitter. Aber gut, wir werden unser Team beim nächsten Mal hoffentlich um zwei weitere Pokémon erweitern können. Und welche das sein werden, werdet ihr dann sehen. Bis zum nächsten Mal, bis dahin und tschüss.